Hallo meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar einen kleinen Haul. Ja, der ist eigentlich klein. Vom Teddy und vom Lidl. Und bei Rewe waren wir gerade gewesen. Meinen Eltern waren wir noch gewesen. Genau. Da hat mein Papa mir diesen Anhänger hier geschenkt. Genau. Bringt Glück. So. Dann waren wir, wie gesagt, bei Rewe. Da haben wir einmal diesen Pizzateig geholt hier von Ja. Frisches XXL Pizzateig. Backfertig auf Backpapier ausgerollt. 550 Gramm. Ja, weil mein Mann hat sich nämlich heute Abend Dönerpizza gewünscht mit Kebabfleisch und so. Und das ist ja mega lecker. Dann haben wir noch beim Rewe von Ja diesen geriebenen Gantin- und Pizzakäse aus Gouda und Tilsiter, 47% Fett. 250 Gramm. Der kostet jetzt keine 1,90 mehr. Der kostet ja unschlagbare 2,59 € überall jetzt. Also, den muss man genießen. Dann war ich gerade noch bei Lidl. Da habe ich noch Pfand abgegeben und so. Und da habe ich gerade diesen Tomatenmark hier geholt, weil der schmeckt mir dort ja, am besten. Und vom Kaufland. So. Ja, mein Mann hat vom Lidl noch zwei Energy Drinks, aber die hat er schon getrunken. Genau, bei meinen Eltern hat er noch ein Bier, meine ich, getrunken, genau. Und hat auch noch ein Geschenk bekommen von meinen Eltern. Ein Jaguar Duschgel und von Nivea Rasierschaum. Das Gedönsel. Genau. So. Mal gerade hier rüber machen. Muss man gerade hier rüber machen. Beim Teddy kam einmal für 1 € mit diese ja Kau-Snacks, diese Knochen hier mit dem Hühnchen drum. Meine Hunde essen die sehr gerne. Die liegen dann bei uns auf der Couch und dann sind die voll in ihrem Element und kauen gerne diese Knöchelchen. Und ja, dann habe ich für 1 € DIY Handmade Glitzer-Acrylfarbe mitgeholt, 75 Milliliter. Das brauche ich jetzt, wie gesagt, für meine Leinwand einzupinseln, wo dann auch dieses, Moment, Bild hier drauf kommt, weil ich gerade am Painten bin. Ich habe ja darunter dieses Magnet-Ding vom Action. Das ist der kleine Cover meiner. Genau, ich bin schon richtig gut weit gekommen. Also habe schon fast fertig zum Teil. Genau, bin ich ja gerade wieder am Painten. Den Traumfänger, den zeige ich euch morgen, weil morgen möchte ich mit euch gerne ein Maskenvideo machen und ein Schminkchen. Da wollte ich mit euch die neuen Sachen ausprobieren. Genau. Ja, wie gesagt, da brauche ich das Glitzerrot, um die Leinwand einzupinseln. Dann habe ich mitgenommen, war von 1,65 €. Waren hier diese schönen Sticker. Die kann ich hier auch sehr gut gebrauchen. Delfinchen und ja, alles Mögliche. Dann habe ich einmal hier von so einem Notizbuch mitgenommen. 70 Blatt, 70 Grammatur ist die Stärke und war auch reduziert. Dieses süße Donut hier. Und zwar möchte ich das als mein Diamond Painting Notizblock nehmen. Moment, wie gehst du auf? Ah, so gehst du auf. Aber richtig schön. Richtig schön. Und ist innen drin weiß. Und das möchte ich gerne als kleines Diamond Painting Tagebuch nutzen. Und dann dort aufschreiben, welches Bild ich gerade gepaintet habe, wann ich angefangen habe, wann ich beendet habe, welche Sondersteinchen, AB-Steine ich benutzt habe und, und. Und dafür möchte ich gerne dieses nutzen. Genau. Dann habe ich einmal hier mitgenommen. Das war auch, wie gesagt, von Euro runter reduziert. Bastelfedern. Das war reduziert. Und zwar sind das ja jede Menge solche Federn hier. Genau. Richtig schön. Und die kann man ja wirklich auch immer gebrauchen, gell? Kannten die einmal mit? Dann war auch hier diese schöne Handykette reduziert.
Genau, ist mit Herzen, Kugeln. Dann steht in der Mitte Sweet und dann sind hier so Smileys. Genau. Und hier unten ist einfach dann so eine Schnur, da kann man dann an Handy dran machen. Fand ich recht schön. Dann kam hier für 1 € nochmal so eine Tasche hier mit. Da kann man dann zum Beispiel, da muss ich gleich mal aufschneiden, da kann man dann zum Beispiel auch die ganzen Diamond Painting Sachen, wie gesagt, dann auch reintun, was man gerade so paintet oder so, ne? Genau, und dann habe ich mir, Moment, habe ich mir auch dieses hier mitgenommen. Hoppala. Und zwar ein Diming Painting. Ja, das war auch reduziert. Genau, da habe ich mir einmal dieses mitgenommen. Das war auch reduziert. Und ja, hat mir recht gut gefallen. Gucken, vielleicht hier unten in unseren Flur oder in unserem Schlafzimmer. Mal gucken, wo ich das hier dann hinmache. Genau. Und das war es auch schon gewesen. Genau. Ich werde jetzt, wie gesagt, alles hier wegräumen. Dann werde ich unsere Dönerpizza machen. Und dann werde ich mich umziehen, mich waschen und ja, nachher dann zu Abend essen. Und dann schön Fernsehen gucken und ja, den Abend schön meinem Mann, meinen Hundis ausklingen lassen. Jo, genau. So, das war's gewesen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin.